Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder zu einer Folge, in der ich euch meine Comicsammlung nach und nach präsentiere. Folge, ja, 17 müsste das sein, meiner Neuauflage, in der ich euch das präsentiere. Und gleichzeitig Part 8 meiner DC Graphic Novel Collection. Und Part 8 bedeutet, dass wir jetzt auch am Ende der regulären Bände ankommen, die ich noch habe. Und im Zuge dessen habe ich halt auch nachgeguckt, wie viele Bände ich überhaupt habe. Es gab ja 150 Stück und ich habe tatsächlich weniger, als ich dachte. 86 Stück davon, also etwas über die Hälfte, habe ich mir geholt. Trotzdem relativ viel dafür, dass ich eigentlich, als das mal anfing, nur ein paar Batman- und Superman-Lücken schließen sollte und dann das sich doch ein bisschen ausgeweitet hat, weil da viele interessante Geschichten nochmal reprintet wurden. Und einiges, was ich halt von Panini habe, habe ich mir dann da nicht mehr geholt, natürlich. Und auch umgekehrt, da habe ich halt immer auf den Preis geguckt. Ja, und wenn diese Folge jetzt vorbei ist, haben wir die regulären Bände abgeschlossen. Danach kommt noch eine Folge mit den Special-Bänden als nächstes. Habe ich ja schon angekündigt. Und dann gibt es noch eine Abschlussfolge, ein Part 10, der dann praktisch sich den Premium-Bänden widmet, die ich habe. Und da werde ich dann auch noch die aus der Batman-Collection, die es ja auch noch von Eagle Moss gab, werde ich dann auch noch meine Bände zeigen. Das sind nicht so viele, die packe ich da noch mit rein, sodass es noch insgesamt halt 2 Folgen gibt. Aber fangen wir mal an. Was habe ich noch? Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben bei, glaube ich, Catwoman, When in Rome oder damals in Rom. Und jetzt machen wir halt weiter. Mein nächster Band hier, The Brave and the Bold im Megistus. Also das kann ich kaum aussprechen hier. Megistus, ja, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Enthält die Bände The Brave and the Bold 7 bis 12 aus dem Dezember 2007 und bis Juni 2008, sowie noch My Greatest Adventure 80 von 1963, wo es auch noch was rund um die Doom Patrol gibt. Ja, The Brave and the Bold wurde ja 2007 neu aufgelegt. Es gab ja früher eine klassische The Brave and the Bold Serie, die halt die Altleser von E. Harper auch kennen, wie zum Beispiel die Pia wird daraus Geschichten zumindest kennen. Und damals war, glaube ich, The Brave and the Bold so eine Team-Up-Serie zwischen Batman und anderen Charakteren. Und hier gab es auch einen ersten Band zu, der die Teile 1 bis 6 halt enthält. Und da war halt Supergirl im Fokus und hat halt mit verschiedenen Charakteren aus dem DC-Universum so ein Team-Up gehabt. Und hier sind insgesamt nochmal verschiedene Charaktere drin, wo es alles um dieselbe Sache geht. Wir haben Power Girl hier, Wonder Woman und Metamorpho Flash, Challengers of the Unknown, auch hier, wie man sieht, die Metal Man. Das Ganze ist von Mark Waid geschrieben und vor allem von dem wunderbaren George Perez gezeichnet. Deswegen habe ich es mir auch geholt. Und hat auch Spaß gemacht, die Serie. Fand ich sehr unterhaltsam. Beide Bände hängen einerseits zusammen, andererseits haben sie halt beide einen speziellen Handlungsstrang, der sich durch die Ausgaben zieht. Ja, hat mir gut gefallen. Ist kein Must-Have, aber wer Spaß an George Perez hat und die ganzen DC-Charaktere interessant findet, hier kommen halt viele vor, kann man machen. Dann habe ich hier mir von Eagle Moss noch Green Arrow Black Canary, das Hochzeitsalbum, geholt, was so ein bisschen mein Green Arrow abschließt. Ich habe ja von Green Arrow nicht so viel. Ich habe von ihm vor allem die Serie von Hedke, der grüne Pfeil. Das sind die Mike Grell-Ausgaben. Dann habe ich von ihm ja seine Wiedergeburt, die dann in eine weitere Serie oder die dann einer Serie halt der Anfang einer Serie war, die hier praktisch
auch drin ist. Also Green Arrow 75 haben wir hier drin und dann Black Canary 1 bis 4 und dann Black Canary Wedding Planner 1 und Wedding Special 1. Das schließt halt so ein bisschen diese Serie für mich ab. Mein ganzer Green Arrow und Black Canary Kram. Ja, beide heiraten und ja, darauf haben ja viele gewartet. Ist länger her, dass ich den Band gelesen habe. Ich fand ihn gar nicht mehr so stark wie die Serie davor, die ihr alle noch innerhalb meiner Comicsammlung dann sehen werdet. Ich fand das dann hier nicht mehr so stark, aber es schließt halt so ein bisschen meine Green Arrow, kleine Green Arrow Sammlung ab. Dann, ja, schon öfter erwähnt, Wonder Woman hier, der Aufstieg des Olympias, enthält Wonder Woman Volume 3, 26 bis 33. Ich habe ja auch von diesem dritten Volume sehr viele Sachen hier in der Collection gehabt. Die Bände kamen ja immer mal vor. Und ja, hier wieder so ein Story-Arc daraus. Hab die Serie halt nicht lückenlos, aber halt gewisse Arcs daraus durch die Collection. Und hat mir gut gefallen. Dann, Band 127 ist eins meiner absoluten Lieblingscomic of all times geworden. Aus dem Jahre 2008 bis September 2009. Final Crisis Legions, Legion der drei Welten auf Deutsch. Legions of Three Worlds. Und zwar, wie der Titel schon sagt, innerhalb der Final Crisis angesiedelt, lief daran parallel. Und die Legion of Superheroes bekommt es mit ihm hier zu tun, Superboy Prime, dem bösen Superman oder Superboy. Ja, und das ist eins der besten Comics, die ich je gelesen habe, weil hier praktisch im Laufe der Jahre gab es ja mehrere Versionen der Legion of Superheroes. Die klassischen, dann kam die Crisis on Infinite Earths, dann hat man diese Connection zwischen Super, also dann gab es ja keinen jungen Superman mehr, nachdem sich die Legion orientiert hat. Dann gab es eine andere Legion of Superheroes, das mussten sie ja dann umschreiben, weil es ja keinen Superboy mehr gab. Dann wurde das später wieder von Geoff Jones alles geändert. Man hat sich wieder mehr an dem Klassischen orientiert. Superboy war wieder der junge Superman, war wieder die Inspiration für die Legion of Superheroes. Also hatte man eine aktuellere Legion, die aber auf der ganz ursprünglichen basiert. Und hier treffen sie im Grunde alle aufeinander und müssen sich alle dem Superboy Prime und den Schurken, die er versammelt, stellen. Außerdem ist hier auch noch der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, dieser Zeitreihe, also dieser, der mit der Zeit immer rumspielt, Time Trapper heißt er, glaube ich, einer der größten Gegner von den Legion of Superheroes, der spielt hier auch eine Rolle, hieß damals bei E. Harper Zeitraffer. Tatsächlich, die Figur, für die, die das früher gelesen haben, wissen dann, wen ich meine. Und er heißt aber ja ein US-Time Trapper. Und hat halt der mit der Kapuze. Und er ist hier halt auch eine wichtige Figur. Und ja, dementsprechend, ja, kommen, sind wieder viele Bezüge auf früher. Und dann halt hier, eher hier, Time Trapper. Dann Superboy Prime, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im Schurkenbereich. Eins der besten Comics für mich in all den Jahren eigentlich. Und eins der wenigen sehr modernen Comics, ist zwar auch schon von 2008 bis 2009, aber eins der sehr wenigen modernen Comics, die in meiner All-Time-Liste weit vorne sind. Damalige Justice League ab 2007, das hier aus dem November 2010 bis 2011, Justice League of America 49 bis 53, sprich nach der Infinity Crisis hatte sich ja eine neue Justice League zusammengetan. Ja, hier treffen sie mal wieder auf Ultraman und seine Leute, die bösen Schurken von ursprünglich Erde 3, ich weiß gar nicht
das Crime Syndicate halt hier, ob es da auch dann in dem Fall Erde 3 war, aber das Crime Syndicate, ja, ist aus diesem Run. Ich habe davon ein paar Panini-Bände und halt den. Viele Lücken, gezeichnet von Mark Bagley, daher dem, einem der Mr. Spider-Man auch viel gemacht hat. Ja, super gezeichnet, hat mir auch gut gefallen von der Story her. Sehr schöner Band. Nur bei dem hatte ich ja das Problem, hatte ich ja mal in irgendeinem Video thematisiert, dass die Seiten recht wellig sind, obwohl ich das Original verpackt gekauft habe. Ich weiß, das sieht man das hier. Das ist so ein bisschen der Nachteil an dem Band. Ob das aber bei jedem Band von der Eagle Moss Collection so der Fall ist, weiß ich natürlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und dann, ja, 2003 hatte man ja so eine Superman-Batman-Serie an den Start gebracht, die relativ lange auch lief. Orientiert sich halt an World's Finest, eine Serie damals, die immer Superman und Batman als Team-Up hatten. Ja, das ist ja nicht das dynamische Duo, weil das dynamische Duo ist ja Batman und Robin, aber ist ja auch eins der bekanntesten Duos. Und hier jetzt Superman Batman 20 bis 25 aus dem Jahre 2005 bis 2006. Einige dieser Bände sind innerhalb der Collection erschienen. Und ich hatte damals nur ein Panini-Heft davon und habe mir deswegen diese Bände geholt. Gleich treffen wir noch auf ein Band, was ich aber noch nicht gelesen habe. Sage ich aber dann gleich dazu. Dann hier Wonder Woman, das Ende der Welt. Auch aus diesem Wonder Woman Volume 3 Run 20 bis 25. Das ist dann halt anschließend. Also wie gesagt, da habe ich recht viele von. Hat mir auch gut gefallen. Dann, ja, eben hatten wir noch die Legion der drei Welten und dort passiert auch etwas, ja, kann man eigentlich spoilern. Also das ist so lange her, das müsste irgendwie den Hardcore-Fans, das ist eh bekannt, wer es noch lesen will. Es ist ein Fakt, den kann man überall lesen, das nimmt euch nicht so viel von der Geschichte. Aber es war so, dass in der Infinity Crisis der Klon Superboy starb, getötet von Superboy Prime. Und in der Legion of Three Worlds muss die Legion der Superhelden oder die verschiedenen Legionen der Superhelden, ein Brainiac 5, sorgt dafür, dass Superboy, also der Klon, wiedererweckt wird sozusagen, also wieder unter den Lebenden weilt. Das heißt, danach war er wieder lebendig. Wie das passiert, ist auch relativ gut gelöst, finde ich, innerhalb des DC-Universums. Und hier aus dem Jahre 2009 bis 2010 dann anschließend der Junge aus Stahl. Da erleben wir halt, wie es dann weitergeht mit ihm hier, dem Klon Superboy. Er hier ist ja wieder Superboy Prime, beziehungsweise Superman Prime in dem Fall. Und da bekommen wir noch eine Story, was eigentlich mit dem weiter nach Legion of Three Worlds, wie es mit ihm weiterging. Also das ist praktisch so ein bisschen anschließend an Legion der drei Welten. Damals kamen die Abenteuer von, zu dem Zeitpunkt, von dem Superboy-Klon in Adventure Comics, auch einer Neuauflage einer ganz alten Serie, die es damals schon gab, die auch viel damals Superboy gefeatured hat, allerdings halt den jungen Superman. Dann, wie eben erwähnt, noch so ein Batman- und Superman-Band dieser Superman-Batman-Serie, diesmal sind wir im Jahre 2006 bis 2007. Wie gesagt, die lief, glaube ich, bis 2010 oder 2011, also bis zu den New 52 dann von 2003. Und wie ihr seht, ist sie noch original verpackt, weil ich die noch nicht gelesen habe, diese Ausgabe tatsächlich. Denke aber, dass mir das einigermaßen gefallen wird, weil bisher fand ich die ganzen Superman-Batman-Bände ganz gut. Ja, ich wollte mich jetzt hier nicht hinstellen, wie das ein anderer Comic-Tuber gerne macht, der original verpackte Sachen zeigt und dann sagt, euch sagt, wie geil dieses Comic ist und es gar nicht gelesen haben kann. Nee, habe ich halt noch nicht gelesen. Dem werde ich mich natürlich noch widmen.
Aber gehört halt in die Sammlung, deswegen zeige ich es euch natürlich. Dann zwei Bände. Wieder Wonder Woman Odyssee Teil 1. Das wiederum ist das erste Wonder Woman Volume, denn irgendwann, das hat nummerntechnische Gründe, haben sie ja wieder umgestellt auf die alte Nummerierung von ganz früher. Und deswegen sind hier drin Wonder Woman 600 bis 606 im Jahre August 2010 bis Februar 2011. Damit war das dritte Volume auch vorbei. Und dieses, Jan Michael Straczynski hat das geschrieben, der auch einen langen siebenjährigen Run an Spider-Man hatte, der auch so TV-Serien wie Babylon 5 ins Leben gerufen hatte. Und der hatte halt im Jahre 2010, ich erinnere mich auch noch, da habe ich schon geblockt, da kam das auf, hatte er Superman dann bekommen, die Superman-Heftserie, und ließ Superman halt durch die USA wandern. Grounded hieß das, glaube ich, dieser Story-Arc, den ich leider immer noch nicht habe. Den ich nur mal digital so ein bisschen gelesen habe, aber immer noch nicht physisch habe und gerne hätte. Und gleichzeitig hat er halt Wonder Woman bekommen und mit Odyssee dann auch einen Run an ihr. Bis 614 geht das hier. Musste ich natürlich dann auch haben. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Noch zwei Bände und dann ist diese Folge auch wieder vorbei. Ja, der nächste Band, auch eine absolut großartige und absolut wichtige Geschichte und eine Geschichte, die die EHPA-Leser halt kennen. Und zwar Superman nie mehr Kryptonit. Und zwar ist das die Zeit, wo einerseits alles Kryptonit zerstört wurde und Superman dadurch ja kaum noch außer Magie dann keine Schwächen mehr hatte. Und dann hat man aber gesagt, wir müssen Superman wieder so ein bisschen menschlicher machen. Und dann kam so ein Wesen, das ist die Sandman-Saga, sage ich mal, da habe ich auch eine Review zu, das halt so aussieht wie Superman dann. Aus dem Sand entsteht, wo Superman nach einer Explosion lag und ihm die Kräfte entzieht und Superman wird halt immer schwächer. Und das ist der Übergang, den es halt bei EHPA auch noch gab, zwischen dem Silver Age Superman und dem Bronze Age Superman, die eigentlich ein und dieselben Charaktere sind, nur dass halt im Bronze Age erwachsener Geschichten dann langsam erzählt wurden und Superman so ein bisschen an Kräften verlor. Ist auch eine Zeit, ganz interessant, wo er hier, ich weiß aber nicht genau, wie er heißt, aber das ist so jemand, der, sie kommt auch vor, der damals Wonder Woman, mit Wonder Woman unterwegs war, wo die halt auch gar keine Kräfte hatte und so eine Art Agentin war und halt ohne Superkräfte, hier ist sie auch, mit ihm, die ihm da helfen. Ja, davon hätte ich auch ganz gern noch was. Das kam, glaube ich, gar nicht auf Deutsch. Aber das hier ist eine absolut wichtige Geschichte. Kam damals in den EHPA Heft, in der Heftserie und in einem Taschenbuch. Und ich hatte immer den Anfang in dem Taschenbuch, aber nie die ganze Story. Und deswegen habe ich mir das geholt. Ja, das ist noch ganz klar der Superman halt, den wir von EHPA kennen. Nur, dass er hier halt vom Silver ins Bronze Age übergeht. Ist aber Pierce Superman, wenn ich das mal, wenn ich sie mal erwähnen darf. Sie spricht ja immer von ihrem Superman, dem Pre-Crisis Superman. Das ist halt aus den 70ern. 71, genau, das kam alles 1971 in Superman 233 bis 238. Und dann ist da noch ein Action-Comic-Band aus den 60ern drin. Als historische Ausgabe. Ja, den Abschluss dieser Reihe macht jetzt etwas ein bisschen moderner, aber auch schon Classic. Wir gehen in die 80er und in die 90er und Dunkler Ritter über Metropolis ist auch eine deutsche Erstveröffentlichung, gibt es meiner Meinung nach nicht auf Deutsch in anderer Form. Enthält Action Comics Annual 1 von 1987 und dann Adventures of Superman 466 bis 467, Action Comics 653 bis 654 und Superman 44 des zweiten Volumes spielt also nach der Crisis on Infinite Earths. End 80er, Anfang 90er Produkt und zum einen ist es ja so, dass in
das, was viele als der neue Superman kennen oder auch als Man of Steel, John Burns Interpretation von Superman nach der Crisis. Da trifft er ja auch auf Batman. Und damals waren die ja natürlich da noch keine Freunde, misstrauten sich. Und hier geht es eigentlich darum, dass sie zum einen 1987 sich ein weiteres Mal treffen, zusammenarbeiten müssen in dem Annual. Das hat vor allem so mit Vampiren zu tun, misstrauen sich. Dann später geht es darum, dass Batman halt nach Metropolis kommen muss, um einen Fall zu lösen. Und sie treffen wieder aufeinander und müssen wieder zusammenarbeiten. Das bedeutet, hier entsteht eigentlich erst die Freundschaft zwischen Superman und Batman. Das ist der letzte Band, Band 146, der letzte Band aus meiner Sammlung. Das Ganze ging bis 150. Gehabt hätte ich noch gern dann Catwoman Hochdruck. Da gab es zwei Bände, die hätte ich eigentlich ganz gern gehabt, sind aber zu teuer. Und das ist mir nicht wert. Und ansonsten, was da kam, hat mich entweder nicht... Nightwing-Band hätte ich auch noch gern gehabt, der dann, glaube ich, noch kam. Oder vielleicht kam der auch schon vorher. Auf jeden Fall. Und den Abschluss macht halt ein Superman-Band, der identisch ist mit meinem Superman Panini Band Nummer 1 aus der 2004er beginnenden Sonderbandreihe, sodass ich dann nichts mehr brauchte und das den Abschluss bildet meiner Sammlung an regulären Ausgaben. Und wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir die Specials, alle. Ich glaube, es gab 12 Stück oder so und ich kann schon mal sagen, dass ich, wenn es 12 gab, habe ich 11. Wenn es 11 gab, habe ich 10. Also einen Band habe ich nicht, den ich aber auch nicht brauche, weil ich den in anderer Form habe. Und ansonsten danach die Premium-Bände noch. Da habe ich auch nur ein paar von. Und dann die Batman-Sachen aus der Batman-Collection. Und dann ist Eagle Moss auch komplett durch. Ja, schreibt ihr mir mal rein, was ihr davon kennt, was ihr davon gut findet oder nicht so gut. Gerne ein Like hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Gerne kommentieren und gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.